So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Path of Exile. Wir gehen PT töten. Und jetzt kommt das Blut überall. Oh. So. Die sind jetzt gar nicht mehr so stark. So. Ja. Komm, Blutelementar. So, kommen die anderen nicht? Ich möchte da die Hexen da. Ekelt. Das sah so grün aus, so eklig. Okay, von mir aus. Eigentlich relativ leicht. Aber das ist dann auch erst in Cruel eigentlich, da sind die stark. Da sind sie viel zu schnell tot. Oder können nicht nichts machen. Hier können die anderen auch nichts machen, weil sie angefahren sind. Ah, ist das schön, ey. So OP dieser Charakter. Dieser Bild. Ja, ich möchte in Mercilis ankommen. Da muss ich schneller und viel öfters spielen. Kann ich eigentlich gleich in normal den vierten Akt machen. Wound slash. Von mir aus. Der hat nicht viele Wunden gemacht. Vielleicht ein bisschen Energy Shield Schaden. So, jetzt kommen die Wohnwagen. Auf der einen Seite geht's weiter. Ja, ich denke auf der anderen Seite. Okay. Creepy. Das ist mal ein Horrorfilm. Horrorspiel, ey. Nein, natürlich ist es nicht so brutal, aber das ist schon brutal. Aber es ist der Charme, also ich finde es gut, dass es nicht so dass es die Charme bringt, aber nicht so brutal ist. Also ich habe eigentlich sowieso, ich bin ein Mensch, der sich von nichts fürchtet, irgendwie von keinem Horrorfilm, nix. Ja, ich habe mit 5 oder so schon Horrorfilme geschaut, weil ich nicht schlafen konnte. Ja, ich konnte nie früh schlafen. Ich habe als Kind bin ich schon spät ins Bett. Und jetzt wurde es schon langsam 4:30 Uhr, als ich ins Bett ging, weil wir sehr viel auf dem Minecraft-Server zu tun haben. So geht's hier lang, wahrscheinlich hier. Ja, Mana-Probleme, ich weiß es. Ist nichts Neues. Und zum guten Glück brauchen die Spells nicht mehr Mana, wenn sie höher levelig sind. So. Ja. Jetzt kommen wir wieder in ein entspannteres Gebiet. Meshboots. Ja, wer bist du? Der arme, alleinige Gegner, der ist so schnell tot. Und Piri! Da kommt noch Aeon Greyfur. Was hast denn du für ein Freeze-Wall oder wie? Frostwall, glaube ich.
Komisch. Ist so eine erweiterte. Ich bett mich einfach ein. Okay. Haben wir noch viel zu wenig. Den können wir noch ein bisschen Domitio machen. Oh. Explodiert es fast noch. Hallo, Pity. Endlich habe ich dich erwischt. Du Schlange, linke Schlange. Viel zu leicht. Die kann gar nichts machen. Wahnsinn, wie leicht das ist. Das ist mein stärkster Charakter. Der hat sogar mein Flamed-Totem-Templar übertroffen. Der hat 5 Dinge. Okay. Ja, was kann man dazu sagen? Ich bin OP. Ja, bitte nicht schlecken. So, schauen wir uns die Items an. Mein Cats auf Cats Fenster nicht. Rarity Movement Speed, das nehme ich mal. Da ist nix. Ach, nix. Ja, also. Mal die Sachen hier weg. So, Augmentation wäre ich ja nicht. Also, aber rote Socken sind nicht so gut. Reinlegen. Also, dem würde ich einen Platz in der Mitte. So. Denn da Chaos Orb. Ich nehme da mal ein paar Sachen raus. Ja, tu sie hier rein. So, 9 Chaos Orb, so viele Chaos Orbs schon. Die werde ich dann umwandeln, also ja, verkaufen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau geht. Muss ich noch nachschauen. Aber das ist, dass ich es verbessern kann, sozusagen. Fire Damage mache ich jetzt mal bei der 5 hin. So. Tower Key, Scroll of Wisdom. Und hier noch eine Belohnung. Da. Ja, Book of Skill. 2 bitte, komm. Ja, 2. Also, da waren wir jetzt. Hier müssen wir nicht hin. Nur 4 Reduzent Mana. Wo haben wir denn Mana Reduced? Was ist Effekt? Kommen wir schnell nach oben? Eigentlich nur hier hin durch. Könnten aber auch hier entlang. Schauen wir gleich mal. Cars brauchen wir nicht. Wir könnten das gebrauchen hier. Physik. Aber auch nur Physik. Ja, ich werde die Open hier mal ignorieren. So viel Increased brauchen wir auch nicht. Wir gehen jetzt. Okay, zuerst hat Projektil Damage. So. Und noch eins kann ich ja. Piercing 5%. Genau, oben durch. 30, 40, 40%. Okay. Ja, da gehen wir weiter.
Domini zu töten. Ah nein, müssen wir gar nicht mehr, haben wir schon. Also Ding. Ja, die Domini müssen wir töten, nicht Gravatius. Genau. Diese Namen. So, ungefähr 10 Minuten. Ich werde sonst mal kurz schneiden, aber nein, das machen wir dann im nächsten Part. Weil ich schon noch ein bisschen mehr zeigen will vom letzten Tempel. Ja, die Statue. Habt ihr gesehen, wie das live nach oben gegangen ist? Live Leech. Wieso geht's hier nicht durch? Wieso ist hier alles abgegangen? Das ist mal schlecht. Da oben ist auch eine Sackgasse, dann gehen wir hier entlang. Hallo. So. Hier rauf. Seit wann gibt's hier Affen? Das ist der Boss gewesen. Auch sehr leicht. So. Und da sind wir. God, Hand of God heißt der Tempel oder so. Das Scepter of God, genau. Hier meine ich immer, man kann weiterlaufen, dabei ist so eine unsichtbare Tür, also Eingang. Ja, der Tempel ist eigentlich immer rund aufgebaut, auf einer Seite ist der Weg nach oben. Hat schon schwerere Statuen. Aber ein bisschen zu zäh. Nächstes Level. Split Arrow. Was Projekt Deals. Nächste. Die Statue friert nicht mich ein, sondern wird eingefroren. Ah, diese Nerven. Das sind nervige Gegner. Ah, schön, wenn alle Gegner in der Reihe sterben. Sogar. Oh. Okay, dann ist es auf der anderen Seite. Toll. Schön. Also sehr angenehm zu spielen. Die haben ein Schutzschild, wo man reingehen muss, um den Gegner zu töten. So. Ich glaube, ich mache jetzt einen längeren Part, weil wir sind eigentlich schon fast oben. Weil jetzt in letzter Zeit bei kurze Parts gehen, weil einfach ein bisschen Probleme mit der Zeit an. Also, oder weil ich die Videos eigentlich schon beende, bevor ich nachgeschaut habe. Und deshalb mache ich jetzt auch ein bisschen länger. So. Weil mir Powerful Hex momentan so richtig gut gefällt.
der Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen lockerer ist durch diesen OP-Build. Ja, da ist ein bisschen Probleme mit sich. Eine gute Position für einen dieser Strongboxes, genau. Ach, ihr seid nervig, geht mal weg. Da gibt's nicht mal etwas Gescheites. Ah. So, sind wir zwei. Ist hier kein Portal aus dem dritten. Okay, heißt nur Sept of God. Ich suche es trotzdem mal kurz. Also hier scheint nichts zu sein und Telefon geht schon wieder, tut mir leid. Ach man, ich hasse diesen Gegner, ich hasse ihn einfach. Jetzt bin ich wegen dem gestorben, wegen der Ablenkung durch Telefon. Das ist richtig böse. Aber richtig böse. E und R. So. Ja, eben, wenn ihr dann mal getroffen werdet und das ziemlich oft, dann ist halt der Charakter momentan wegen dem geringen Leben nicht. Ich kann. Unmöglich kann ich den anvisieren. Das ist so ein Ha. Das ist mit Abstand der schwerste normale Boss. Also. Nicht Aktboss, also. Wahnsinn. Das ist einfach nur gesponnen. Habe ich jetzt. Nein, der kommt danach, glaube ich. Das Portal kommt danach. Ja, ich habe nur 876 Leben. Das ist ein bisschen zu wenig. Unbedingt wiederholen irgendwie. Aber ich weiß nicht, wo. Woher ich das Leben vom Schein haben kann, am besten holen kann, muss ich wahrscheinlich doch das Life Gain und Hit holen oder später das Life ein bisschen mehr Lightning Resistance. Ach gut, da bekommen wir doch 12, glaube ich, noch über. Hier müsste das Portal sein. Der Waypoint. Was ist denn los? Puh, Stress. Wow, nett. Danke. Okay, das Spiel unterstützt mich ein bisschen. Slow, es bringt nicht so viel, wenn ich es nicht einsetzen kann. Ich möchte jetzt das Portal. Bevor es zu Ding. Wie viel von denen gibt's in Champion Form? Generosity. Cool. Effekt von Aura, aber auf Beschwörungen. Nicht auf sich selber. Das wird mir helfen. Da gibt's nichts. Da oben könnte noch sein. Den Ding habe ich eigentlich getroffen, die so schnell Stacheln schießen in Champion Form, ja, hier ist es. Und kommt er, der kommt nach dem Portal, genau. Ein Stockwerk nach dem Portal. Ja. So, gehen wir nach oben. Hey, wie viel Gegner hat es hier noch? Weg damit.
So, nach oben. Jetzt sind 20 Minuten. Minuten sogar, okay, ja. Ah, das ist eine der längeren Levels jetzt wieder. Finde ich interessant, der Tempel ist wie ein Scepter-Ding, also dass er oben wieder breiter wird. Und ganz oben dann spitz wird. Finde ich richtig nice. Scheinbar hier drüben. Okay. Der kann sich nämlich die ganze Zeit heilen mit seinen Fressattacken. Dann möchte ich kurz zeigen. Mal das Ding. Ist er nicht hier? Ach Menno, er muss eigentlich oben sein. Vielleicht ist er mehr links. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne es leider nicht mehr so gut. Ja, egal, gehen wir weiter. Kann er auch hier erst sein. Ach Mann, Mana, hey. Bisschen, die Putz leichter, ja. Muss wahrscheinlich ein bisschen die Ding umwenden. Also sind Smart, nehme ich mal mit. So, ist hier jetzt der Boss? Sonst keine Ahnung, vielleicht haben sie ihn nachher rausgenommen oder er ist unten. Oder noch weiter oben, aber ich glaube nicht weiter oben. Ich möchte hier oben durch. Hallo, wie ist der Leck? Nein, das ist kein Lag, das ist... Doch, das ist ein Lag, dass ich die Gegner nicht angreifen kann. Ja, momentan sind die Server richtig scheiße, kann ich euch sagen. Da ist er, okay. Er ist jetzt auch rechts, okay, haben sie gleich geändert. Seht ihr, der heilt sich extrem schnell. Aber ich bin so stark, ich kann ihn dann... Ja, ich kann ihn dann einfach töten. Wenn er sich nicht mehr heilt, so extrem schnell. Aber schon hart, also der Gegner. Macht zwar fast nicht Schaden, aber er ist einfach unbesiegbar, wenn man zu schwach ist. Vor allem für Beschwörer und so. Nein, das mache ich jetzt nicht. Nicht hier. Gib mir mal ein bisschen Mana. Herr Trank. So, auch hier ist es. Ah, da drüben ist es, okay. Nein, das ist der Gang nach oben. Ist das der Gang nach oben, okay. Ah ja, jetzt habe ich ja den Ding besiegt, jetzt können wir nach oben. Deshalb. So. Und jetzt nach oben. Ich freue mich auf Dominius. Da war die Skyen drin. Der Charakter, den wir schalten müssen in der Mitte.
Ich hoffe, ich schaffe ihn, sonst muss ich halt noch ein bisschen irgendwann an Defensive kommen. Es gibt eigentlich eine Rüstung, die könnte ich jetzt tragen. Was bringt mir das auch? Weil Armor ist ja nicht mehr so effektiv durch die Passive mit dem Ausweichen. Ja, ja. Lightning, zu schwach. Sapping. 9 haben wir gesagt. Den mal einlegen. So etwas wäre noch gut, aber Lightning Resistance brauche ich verdammt nicht. Hast habe ich hier. Generosity noch reinlegen. So. Ja. Was soll ich machen? Den da. Ist auch Armor. Da ist die Rüstung ab für Level 39 und Intelligenz. Das ist überhaupt nicht für einen Range-Charakter gedacht. Hm. Ich habe noch keine Unique-Rüstung für Evasion-Charakter gefunden, außer die und glaube ich noch eine, die nicht so gut ist. Hm. Ja, ist ein bisschen schlecht, aber komm, ich schaff das schon. Mehr ein bisschen Konzentration, also ich werde wahrscheinlich weniger reden. So, beginnen wir. Mal kurz hier schauen. Nein, keine Quest, also keine Quest-Fortschritt. So. Ist das jetzt der Aufgang oder geht's noch weiter? Ich mach mal hier ein Portal. Ja, es ist Schluss. Eigentlich einer der härtesten Endbosse in einem Spiel. Da kommt eine, die irgendwas schleudert. Nein. 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 Haut ab. Ihr seht jetzt gerade ganz viele Bossen. Die schleudert, glaube ich, irgendwas. Sie darf nicht schleudern. Er hat so komische Stimme. Sorry. Oh, die ist auch stark. Kali. Das ist ein Boss, glaube ich. Also, ein Gott. Oh, der hat einen geilen Reaver. Skin. Stirb. Ah, Mann, wieso herhackt das so komisch? Ich kann plötzlich manchmal nicht laufen. Ja, genau, spuck mal. Scheiße, diese Attacke. Diese Attacke, die macht viel Schaden. Wenn man da getroffen wird, sollte man Nahkämpfer sein mit fetter Rüstung. Attack of God, also eine Gottesattacke. Wahnsinn! Das ist einfach. Seht! Ich sterbe sofort. Das ist Wahnsinn. Was jetzt? Ich darf nicht zu nah an ihm sein. So. Komm. Ja, eine Illusion, ja. Komm schon. Und
Und hier kommt Part 2 des Bosskampfs. Wie er grässlich aussieht. Ein Stück Scheiße. Ja, jetzt sollte man nicht draußen sein aus diesem Ding. Oh Mann, dieser Schaden, das ist so cool. Wie viel Schaden ich mache. Mana. Ich hab's geschafft! Habt ihr gesehen? Ich war fast leer. Und das ist nur normal. Also dann geht es weiter und wird es noch schlimmer. Oder eventuell sind wir dann auch stärker. Wahnsinn. Also einfach nur Wahnsinn. Dieser Kampf, das ist sowas von ein böser Kampf. Also die erste Phase ist natürlich schwerer, wenn man die Taktik von Phase 2 kennt. Aber manchmal bringt es das auch nicht. Ich weiß nicht, wo der schützende Kreis war, wahrscheinlich ganz woanders. Oder es gab damals da gerade gar keinen, keine Ahnung. Aber ich hatte so viel starken Blutschaden, ich musste gleich noch einen Potion trinken können. Ich habe es nicht gemacht, oh sorry. Voll lauter Aufregung. Okay. Ja, du hast die Spitze der Welt gefunden. Du hast fantastische Träume. Und jetzt ein bisschen Musik, leider ein bisschen leise. Aber ja, den Song könnt ihr auf YouTube anschauen. Also das Ending anschauen mit dem Song, meine ich. Oder anhören. Ja, aber das zeige ich jetzt nicht. Das ist nichts Besonderes. Und wir sind in Krill. Ah, also geht es mit dem Let's Show weiter in Krill. Und jo, zeige euch wieder Fortschritte. Wie normal eigentlich. So. Ja, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes und viel Spaß noch mit den weiteren Parts. Euer Drago Basler. Tschüss.